Sie fühlen sich steif und eingerostet. Kein Problem. Mit dieser Übungseinheit mobilisieren wir die Gelenke, schaffen Durchlässigkeit und Beweglichkeit und kneten die großen Gelenke einmal richtig durch. Auch eine gute Streckung und Kräftigung ist dabei. Ab auf die Matte. In einem aufrecht sitzenden Sitz stellen Sie sich vor, wie Beckenschale oder spüren Sie, wie Beckenschale, Brustraum und Kopf gut ausgewogen übereinander stehen. Ach ja, und hallo, genau. Sie haben einen Pinsel, der kommt aus Ihrem Scheitel nach oben und Sie malen einen Kreis in den Himmel. Ist ein bisschen schwierig, achten Sie darauf, dass der Kopf nicht kullert, dass Sie ihn nicht rund drehen, sondern dass die Augen und die Nase nach Möglichkeit auf der horizontalen Linie bleiben, also Kinn nach vorne, Hinterkopf nach hinten. Sie haben zwei Äpfel auf den Schultern, einen Apfel auf dem Kopf, alle drei fallen nicht herunter. Braucht Konzentration, Sie wechseln die Bewegungsrichtung. Augen bleiben auf der horizontalen Linie, den Kopf in der Wirbelsäule gedreht. Jetzt haben Sie zwei Pinsel in den Ohren, die zeigen nach außen und malen zwei Kreise nach außen an zwei gedachte Leinwände. Und auch hier in eigener Zeit wechseln Sie mal die Bewegungsrichtung, wenn es der rechte Moment ist. Man braucht viel Aufmerksamkeit. Es sind ungewohnte Bewegungen, die wir in unserem Alltag nicht drin haben. So lernen wir aber, die Wirbelkörper der Halswirbelsäule zueinander, gegeneinander auszurichten. Nun ist der Pinsel auf dem Herzraum und zeigt nach vorne und Sie beschreiben einen Kreis mit dem Pinsel, malen einen Kreis vor sich in die Luft, im Herzraum nach vorne gewandt. Hier merken Sie, wie sich die ganze Wirbelsäule bereits mitbewegt. Das ist okay, solange der Fokus auf dem Herzraum bleibt. Und wechseln Sie die Bewegungsrichtung, drehen Sie andersherum. Kann sein, dass aus dem Kreis mal ein Ei wird oder ein Oval, macht nichts. Wir tun das, was geht, was nicht geht, lassen wir. Erneut, zwei Pinsel auf Herzhöhe, aber jetzt rechts und links der Brust an Ihrer Flanke. Und wieder beschreiben Sie zwei Kreise rechts und links von sich. Auf der Höhe des Busens, dort wird der Pinsel geführt. Die Pinsel, jetzt sind es zwei. Und hier bewegt sich jetzt auch der Kopf und die Halswirbelsäule. Die ganze Wirbelsäule kommt in Bewegung. Der Fokus liegt in der Flanke, in der Brusthöhe und malt zwei Kreise rechts und links. Und wechseln Sie die Seite. Haben Sie eben vorne herum nach oben, machen Sie jetzt hinten herum nach oben oder umgekehrt. So wie es bei Ihnen ganz natürlich entstanden ist. Nun kreisen Sie Ihre Schultern über vorne nach oben und hinten nach unten, eine Schulter nach der anderen. Lassen Sie die Finger ruhig auf den Oberschenkeln, dann wissen die, wo die geparkt sind. Und drehen jetzt die Schulterkreise andersherum. Über hinten nach oben, über vorne nach unten, eine Schulter nach der anderen. Okay. Und nochmal zwei, drei Kreise im Herzraum. So als in between, dann
finden Sie sich ein in den Vierfüßlerstand. Die Hände sind weiter vor Ihren Schultern, gut schulterbreit geöffnet, Finger gespreizt, Knie hüftbreit oder etwas mehr. Und nun kreisen Sie mit dem ganzen Oberkörper. Rühren Sie in dieser Bewegung, das mobilisiert die Schultern, das mobilisiert die Hüften und zunehmend mehr kreisen Sie auch Ihren Brustkorb umeinander, wickeln Ihre Rippen umeinander und drehen und wenden auch Ihren Kopf so, wie es möglich ist, so, wie es sich gut anfühlt, so, wie es aus der Bewegungsdynamik heraus entsteht. Machen Sie das genussvoll und wenden Sie die Seite. Andere Richtung. Hier können Sie immer ein bisschen spielen, die Hände mal weiter nach vorne, die Hände weiter angesetzt. Und es kommt ein tiefer Atem durch Sie hindurch, denn wenn unsere Durchlässigkeit größer wird, kann sich unser Atem auch besser in unserem Körper eröffnen. Noch einmal die Richtung wechseln. Sie werden merken, dass Ihre Mobilität steigt, dass sich Ihr Körper von selbst, ohne dass Sie etwas tun, genussvoll in diese Drehbewegung, Dreh- und Wendebewegung einfindet. Und nun eine Übung, die ich die Welle nenne. Wenn Sie am Meer sind, kennen Sie es. Die Welle zieht sich unten herum zurück, baut sich nach oben auf, schwappt an den Strand, zieht sich unten herum zurück, oben herum baut sie sich auf, dann das Brustbein zwischen die Arme unten herum zurück, sozusagen in ein Hohlkreuz und hinten rollen Sie das Becken ein, rollen die Wirbelsäule ganz rund, um zum Schluss den Blick zu heben. Interessant ist es hier, Ihren Atem mitzunehmen. Wenn Sie unten nach hinten gehen, atmen Sie aus, bleiben Sie ausgeatmet, wenn Sie sich hochbäumen. Und erst wenn Sie den Kopf heben, atmen Sie ein. Der Einatem ist viel kürzer hier als der Ausatem. Es ist eine ausatembetonte Übung. Der Ausatem macht in dieser Übung 3/4. Der Einatem 1/4. Genießen Sie das und üben Sie das ein Leben lang immer wieder. Es ist eine dynamische Fassung der berühmten Cat-Cow. Zum Schluss rollen Sie sich einen Moment zusammen in die Kindstellung, Ihre Arme neben Ihrem Körper, die Stirn an dem Boden, verweilen Sie und spüren, wo von innen der Atem Ihren Körper bewegt. Und nun gehen Ihre Arme, Ihre Hände nach vorne und Sie machen diese Welle andersherum. Unten über dem Boden gleiten Sie nach vorne und oben rollen Sie sich mit rundem Rücken das Gesäß wieder auf die Fersen. Hier geht der Atem andersherum. Der Einatem hat jetzt einen größeren Teil als Ihr Ausatmen. Probieren Sie einfach. Experimentieren Sie immer wieder mit diesen beiden Übungen. Es sind Basics, es sind Simple Basics, die Sie ein Leben lang machen können, die Ihre innere Geschmeidigkeit erhalten und die gerade bei der, wenn die Richtung gewechselt wird, sich ganz anders anfühlt als die Variante, wo Sie von hinten nach oben gehen. Spüren Sie den Unterschied auch in Ihrer Atemdynamik. Und je öfter Sie es üben, umso geschmeidiger
wird das Ganze werden. Und diese Geschmeidigkeit trägt sie durch ihren Alltag, trägt sie durch ihr Leben. Es tut so gut. Sie landen im Fersensitz, legen die Hände in die Leisten mit langem Bauch, lassen sie sich wieder nach vorne in die Kinnstellung schmelzen, die Arme rechts und links neben den Beinen abgetropft, die Stirn an den Boden. Spüren sie, wo ihr Atem von innen ihren Körper bewegt. Diese Haltung, wo wir ganz in uns versammelt sind. Und erneut. Die Arme gehen nach vorn. Sie kommen in die Hundestellung, stellen die Zehen auf, kommen in die Hundestellung und gehen einige Male hin und her. Vierfüßlerstand, Einatmung, Po auf die Fersen, Ausatmung. Vierfüßlerstand ein, Hundestellung, Ausatmung. Vierfüßlerstand, Einatmung, Gesäß auf die Fersen, Ausatmung. Vierfüßlerstand, Einatmung und wieder in den Hund. Das ist die Ausatmung. Noch einmal so, in Ihrem Atemtempo. Der Atem führt die Bewegung. Und jetzt bleiben Sie in der Hundestellung. Trappel, trappel von einem Fuß auf den anderen, dehnen sich einmal richtig aus, machen die Haltung kraftvoll, heben das rechte Bein, ziehen es über die Ferse lang nach hinten raus, um dann mit ein wenig Schwung das Knie zwischen ihre Hände zu bringen. Der Popo ist in der Luft, das linke hintere Bein ist gestreckt und sie schwingen nun das Gesäß, die Beckenschale von rechts nach links und drehen ihre Schultern und den Kopf in die andere Richtung. Ach, tut das gut. Die ganze Beckenschale kippt von der linken Seite zu der rechten Seite. Die Schultern gehen in die entgegengesetzte Richtung, vor allen Dingen, wenn das Becken links ist und die Schultern rechts, dehnen sie in der Tiefe und öffnen ihre linke Seite. Auch der Blick geht über die rechte Schulter, über die linke Schulter. Dann legen Sie sich einmal nach vorne über das angewinkelte Bein. Wer mag, stellt kurz das hintere Bein auf, dehnt es durch die Ferse, legt das Knie wieder ab, verweilen einen Moment und wieder so ein bisschen schuckeln, rechts herum, links herum, rechts herum. Einfach der Oberkörper ist jetzt eine Etage tiefer. Und zurück in den Hund und Seitenwechsel. Heben Sie das linke Bein, dehnen es durch die Ferse in der Hundestellung und mit ein wenig Schwung bringen Sie dann das Knie zwischen Ihre beiden Hände nach vorn. Stützen bleiben auf den aufgestützten Händen, der Oberkörper so halb oben und dann schwingen Sie die Beckenschale, den Po gut, kippen Sie es richtig, genießen Sie das von rechts nach links und wieder. Dreht der ganze Oberkörper, der Brustraum, der Schultergürtel und der Kopf immer in die entgegengesetzte Richtung, sodass sich ganz in der Tiefe Ihre Körperinnenräume in der Flanke öffnen und die große Muskulatur, die unsere Hüftgelenke umlagert, freut sich über diese mobilisierende Dehnung. Hier gibt's keine besondere Achtsamkeit auf den Atem. Lassen Sie ihn einfach strömen.
so wie er kommt. Der Kopf wendet immer in die Gegenrichtung der Beckenschale. Und es gibt eine Seite, wenn der Po nach rechts ist und die Schulter und Kopf nach links, wo Sie die starke Dehnung in der rechten Seite spüren. Es tut so gut. Dann noch ein paar Mal hin und her. Genießen Sie das. Ihr Gewebe genießt das. Dann beugen Sie sich nach vorne über das gebeugte Bein. Also gehen mit dem Oberkörper runter, sind aber wieder mit der Beckenschale schwingend und bewegt. Sanft, genussvoll. Jetzt richten Sie sich wieder auf, heben einmal kurz den Blick, stellen hinten die Zehen auf, strecken das Bein durch und ziehen sich in Adho Mukha Svanasana in die Hundestellung. Gut ausgebreitet, lange Beine, langer Rücken. Falten dann in den Fersensitz, öffnen nun die Knie mattenbreit und gleiten mit dem Körper nach vorne, Körperarme, Hände, um die Wirbelsäule in ihrer ganzen Länge zu strecken. Die Schultern, die Achseln, die Flanken. Spüren Sie auch hier wieder, wo Ihr Atem von innen Ihren Körper bewegt. Und nun zum Schluss dieser kleinen Session kommt eine Übung, die sowohl Balance als auch Kräftigung ist. Vierfüßlerstand, rechter Arm, linkes Bein. Sie strecken das linke Bein durch, führen es rüber nach rechts, fädeln den rechten Arm zur linken Seite durch. Und dann, das ist der Clou, heben Sie Arm und Bein nicht nach vorne wie normalerweise, sondern seitlich, 90 Grad. Achten Sie auf Ihre Balance, üben Sie langsam, sehr aufmerksam. Wenn Sie auflösen, sind Bein, Knie und Arm, Hand 90 Grad zur Wirbelsäule. Das gibt eine gute Kraft in der Rumpfmuskulatur, die Balance. Und dieses Durchfädeln mobilisiert den Tonus unserer diagonalen faszialen Struktur. Es gibt nichts Besseres bei Rückenschmerzen, als auf diese Weise zu üben. Das macht Ihren Rücken geschmeidig und gleichzeitig stabil. Diese Übung macht sehr stabil und kräftigt gleichermaßen wie Balance halten. Okay, Seitenwechsel. Linkes Arm, rechtes Bein. Erstmal 90 Grad heben, dann das Bein hochhalten und rüberführen nach links, den rechten Arm zur linken Seite durchfädeln, also in die Diagonale gehen. Den Arm nicht ablegen, langsam und geführt wieder auflösen, Knie und Arm in 90 Grad zum Oberkörper, um dann wieder das Bein auszuschrecken, es nach links zu führen, den linken Arm zur rechten Seite zu fädeln und denken Sie dran, auch die Schulter fädelt durch. Lassen Sie sich Zeit. Seien Sie behutsam, aufmerksam und kraftvoll. Der linke Arm fädelt zur rechten Seite, linke Schulter, das rechte Bein streckt rüber nach links. Auflösend, Arm und Bein 90 Grad zur Wirbelsäule. Einen Moment halten, dann
lösen Sie die Haltung wieder auf. Gesäß Richtung Fersen, bringen Sie einen Moment die Stirn gemütlich auf die übereinander gelegten Unterarme. Spüren der Bewegung nach, wieder in der Kindstellung. Kommen hoch in den Vierfüßlerstand, gehen noch ein-, zweimal in die Welle, so wie zu Beginn unserer Session. Sie können merken, diese hat jetzt eine andere Qualität wie zu Beginn. Jedes Mal, dass wir sie üben, kommen wir besser rein. Der Ausatem bis in die Atemleere ist der größte Part in dieser Runde. Ihr Atem, so wie er gerade strömt, so wie es sich richtig anfühlt, wie es sich organisch ergibt, gehen Atem und Bewegung zusammen. Hand in Hand. Okay. Eine kurze Kindstellung. Und dann haben Sie es geschafft für heute. Begeben Sie sich in die Rückenlage. Über den Sitz, über den Fersensitz, auch im aufrechten Sitz noch einmal eben nachspürend, um dann in eigener Zeit in Shavasana in die Entspannungshaltung zu kommen. Legen Sie sich achsengerade, geben mit jeder Ausatmung das Gewicht Ihres Körpers an die Erde ab und spüren Sie im Wesentlichen den Bewegungen in Ihrem Körper nach, welche diese kleine Session in Ihnen hinterlassen hat, so dass die Wirkung dieser Praxis immer in der Entspannungsphase kommt. Die Wirkung oder kann sich die Wirkung von der Praxis entfalten. Geben Sie dem stets ausreichend Raum. Die Aufnahme endet jetzt hier. Es bleibt Ihnen überlassen, längere Zeit noch in der Kindstellung zu verweilen und sie auf eigene Weise zu Ende zu führen. Schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.